meine Lieben, hier ist wieder euer Computer Wunsam und heute schauen wir uns einmal die Klassen an. Die Klassen sind der Job, den wir als Abenteurer haben werden. Jobs können von der Frontline rangieren, wo wir eben direkt ganz vorne stehen und mit unserer Axt eben etwas niedermähen, von Bogenschützen bis hin zu den hinten stehenden Magiern, die eben mit Feuerbällen und anderen gefährlichen Magien dafür sorgen, dass die Gegner niedergemäht werden. Bis hin zu den Tricksern, die versuchen, Schlösser zu knacken oder auch diejenigen, die versuchen, Heilung zu begehen. Bei den Klassen gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, eben diese durchzugehen. Und derzeit sind bei Dungeons & Dragons 12 Klassen offiziell im Players Handbook verfügbar. Zusätzlich gibt es aber noch weitere Klassen hier. Aber fangen wir einmal an mit dem Barbaren. Das wichtigste Feature des Barbaren ist eindeutig seine Axt. Seine Axt, seine Waffe und natürlich auch seine Natur. Aus der Natur heraus besteht der Barbar hauptsächlich aus seiner Rage. Die Rage ist das Hauptfeature des Barbaren, abgesehen davon, dass er 12 Lebenspunkte im Start bekommt und somit den größten Lebenspunktepool hat, ist die Rage eigentlich genau das Feature, was den Barbaren wirklich ausmacht. Durch seine Rage bekommt er eben sehr starke Kräfte, die ihm offensiv und defensiv helfen können. Zusätzlich bekommt er noch einige Features, wie die dafür sorgen, dass er in der Defensive sicherer ist und auch in der Offensive, wie die Unarmored Defense, die ihm erlaubt, keine Rüstung tragen zu müssen, und die Reckless Attack, die dafür sorgt, dass er mit Vorteil angreifen kann, aber selber mit Vorteil angegriffen wird. Interessant ist hier aber noch der Primal Path, der dafür sorgt, dass der Barbar einen bestimmten Pfad eingehen kann. Dieser Pfad kann von einem Berserker gehen, ein Totempfad, wo er sich einem Totem annähert, oder es kann auch ein Pfad sein, der zum Beispiel von den Ancestral Guardians kommt oder auch auf Magie basiert. Die zweite Klasse ist der Barde. Der Barde, der im hohen Kontrast zum Barbaren wirkt, der anstatt seiner Muskelkraft eben mit Musik und Magie eben handhabt. Seine Magie sorgt dafür, dass er verschiedene Effekte auf und außerhalb des Schlachtfeldes entwickeln kann und diese dann für gute, bösartige oder was auch immer Effekte, Zauberwirkungen verwenden kann. Dadurch, weil der Barde haufenweise Erfahrungen gesammelt hat, ist er natürlich eben selber ein Zauberer geworden. Er hat seine Magien gelernt und kann die Magien eben so wirken, wie er es will. Zusätzlich zum Barden kommen noch ganz spezielle Features hinzu. Er ist der sogenannte Skill Monkey. Das bedeutet, er kann sehr viele verschiedene Fähigkeiten ganz gut. Das repräsentiert sich durch dieses Feature Jack of All Trades, wo er eben verschiedene Features verwenden kann, die dafür sorgen, dass er als Barde erfolgreich ist, wo andere nicht so erfolgreich sind. Weitere Features sind noch wichtig, die Bardic Inspiration, die andere Spielende motiviert. Song of West, die dafür sorgt, dass andere Charaktere geheilt werden und er selbst. Und interessant werden hier eben Bard College und Expertise. Expertise bedeutet, dass er sich einen Skill aussucht und darin wirklich gut ist. Und das Bard College, das ist so etwas wie die Unterklasse bei den verschiedenen Charakteren. Beim Bard College kann er sich eben aussuchen, in welche Richtung er gehen möchte. Möchte er mit den Toten sprechen, dann geht er zum College of Spirits. Möchte er alte Geschichten reinholen, dann kommt er hier zum College of Lore. Oder möchte er mit seinen Schwertern hantieren, dann wäre vermutlich das College of Swords oder College of Wailer ganz gut. Wie man also sieht, ist der Barde im Vergleich zum Barbaren eben ein sehr magischer Charakter. Er bekommt auch viel weniger Lebenspunkte im Vergleich zum Barbaren. Aber er ist auch trotzdem versatil genug, um als alles zu wirken, was die Klasse oder was die Party momentan nicht hat. Der Kleriker erfüllt eine ähnliche Rolle, insofern, dass er eben ein Zauberer ist. Aber zum Unterschied hat der Kleriker ein anderes Feature in dieser Richtung. Er kann nämlich auch Zauber wirken, aber er hat eine göttliche Domäne. Die göttliche Domäne erlaubt es ihm, verschiedene Domänenzauber zu wirken, die nur auf seiner Domäne basieren. Wenn der Kleriker zum Beispiel ein Lebenszauberer ist, dann hat er viel mehr Heilmagie. Wenn er zum Beispiel ein Feuerzauberer ist, indem er die Domäne des Lichts wählt, dann kann er natürlich auch Feuerbälle werfen oder dergleichen. Abhängig von der göttlichen Domäne, die er nebenbei mit Level 1 bekommt, hat er natürlich auch ein spezielles Feature mit Channel Divinity, Göttlichkeit kanalisieren. Er hat damit die Fähigkeit,
eine bestimmte Channel Divinity Fähigkeit zu erhalten, die aufgrund von einer Domäne existiert, und diese dann für seinen Kampf zu verwenden. Natürlich hat der Kleriker auch die verschiedenen Zauber hier, die er eben wirken kann, und er kann natürlich in dieser Richtung auch später auch Untote zerstören. Der Kleriker ist großartig, wenn ihr jemanden haben wollt, der einerseits als Heiler fungiert, aber andererseits eben auch wirklich an der Frontlinie dienlich sein kann. Eine ähnliche Rolle erfüllt auch der Druide hier. Der Druide ist eigentlich auch nur ein Kleriker, nur mit dem interessanten Unterschied, während der Kleriker sich nur auf die Götter beruft, ist der Druide eben ein Naturmagier. Er kann also die göttlichen Magien nicht verwenden, aber er kann mit der Natur kommunizieren, sei es Pflanzen, sei es Tiere, sei es die Umgebung. Er ist also ein Spezialist, wenn es um die Natur geht. So ist er auch hier in den Features jemand, der eben auf eine bestimmte Balance basiert. Der Druide kann zum Unterschied zum Kleriker zwar Zauber wirken, aber er kann eben keine göttliche Domäne auswählen. Das kommt bei ihm erst mit Level 3. Er kann dafür eine Sprache lernen, die Druidik heißt, und er kann natürlich eben mit Level 1 auch die Zauber wirken, ähnlich wie die anderen Zauberer. Interessant ist hier aber das Feature mit Wild Shape. Wild Shape bedeutet, er kann mit Level 2 sich in ein Tier verwandeln, welches dann eben die verschiedenen Stats übernimmt, die der Druide selber hat. Es kann dann eben zu einer kleinen Ratte werden oder zu einem sehr starken Wolf. Und je mehr das er sich entwickelt, desto bessere Tiere können es werden. Mit dem zweiten Level bekommt der Druide nicht nur die Wild Shape, sondern auch die Auswahl eines Druidenzirkels. Diese beeinflusst, in welche Richtung der Druide eben gehen möchte, ob er ein Heiler werden möchte, wie er mit dem Circle of the Shepherd das tun könnte, oder möchte er vielleicht als mächtiger Bär in die Schlachten treten, wodurch er als Circle of Moon Druid arbeiten könnte. Natürlich kann er auch einen generischen Magier spielen, indem er den Circle of the Lion Druid. Man kann also sehr viele Möglichkeiten sehen, welchen Druidenzirkel man hier auswählen will. Neben dem Druiden ist der Kleriker eigentlich der einzige Wisdom-Zauberer, was aber in dieser Richtung auch interessant ist, weil die beiden eigentlich dieselbe Nische erfüllen, denn die Druiden und die Kleriker sind sehr gut als Heiler, sie können auch sehr gut tanken und sie haben, wenn sie die entsprechende Rolle haben wollen, genau eigentlich fast dieselben Bereiche mehr oder weniger. Wenn wir schon fast denselben Bereichen reden, dann waren wir vorher auch ja beim Barbaren. Der Fighter ist eigentlich so etwas wie der Barbar, nur halt mit dem Unterschied, dass dieser mehr auf einer strategischen Weise agiert, während der Barbar seine Wildheit sprechen lässt. Er ist fast so stark wie der Barbar in den Lebenspunkten natürlich. Er hat ein bisschen weniger, aber er kann dafür auch Rüstungen tragen auf der anderen Seite. Der Kampfstil sorgt dafür, dass man sich als Fighter mehr oder weniger spezialisieren kann. Will ich ein Bogenschütze sein oder will ich eher ein Verteidiger sein? Oder will ich hier jemand mit einem Schild sein? Diese Möglichkeiten sind alle gegeben, indem man sich hier eben bestimmte Fighting Styles aussucht. Zwei interessante, ebenso wichtige Features sind hier Second Wind und Action Surge. Second Wind bedeutet, dass der Fighter eben einige Lebenspunkte wieder zurückbekommt, nachdem er eine Bonusaktion verwendet hat. Dies kann er zwar nur einmal machen, aber dieser Lebenspunkterückkehr ist eigentlich sehr wichtig, um auf dem Schlachtfeld am Leben zu bleiben. Und auf der anderen Seite die Action Surge, die sorgt dafür, dass er mehrmals in einer Runde angreifen kann. Das heißt, er kann zuerst angreifen, kann dann Action Surge aktivieren und kann nochmal angreifen. Der Fighter ist eine der wenigen Klassen, die wirklich sehr oft angreifen kann. Im Bestfall kann sie bis zu 8-mal angreifen, wenn sie die Action Surge anwendet. Ansonsten normalerweise 4-mal. Wie jede Klasse hat natürlich der Fighter auch eine eigene Subklasse. Hier ist es der sogenannte Martial Archetype. Dieser Archetype zeichnet sich dadurch aus, dass man sich eben in eine bestimmte Richtung spezialisieren kann. Will man mehr als Verteidiger dienen, dann kann man als Kavalier oder als Runenritter arbeiten. Oder will man mehr wirklich zuhauen, dann gibt es eben die Möglichkeit tatsächlich des Samurai. Oder man kann sich auch als Stratege widmen und da kann man zum Beispiel ein sogenannter Champion werden. Und ja, es gibt eine spezielle inoffizielle Klasse, die von Matt Mercer ist, also der sogenannte Gunslinger.
Jedenfalls, der Fighter ist eine sehr gute Klasse, auch zum Multiclassing. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr auf alle Fälle dort einmal hinsehen. Eine ähnliche Nische, wenn auch weniger versatil, verfolgt hier auch der Monk. Der Monk, der Mönch ist, der hat verschiedene Fähigkeiten, um auf dem Schlachtfeld auch selber zu kämpfen. Der Unterschied ist aber, während andere sich auf Waffen verlassen, verlässt sich der Monk, der Mönch, auf seinen eigenen Körper. Man kann sich den Mönch am besten so vorstellen, wie diese Karate-Charaktere, so Richtung Jet Li, Jackie Chan oder noch andere Charaktere, die in die Richtung gehen. Die wichtigsten Features sind hier eben in die Martial Arts Features. Er hat ähnlich wie der Baba Unarmored Defense, nur ist es bei ihm die Weisheit, die die größte Rolle spielt. Und die Martial Arts zeichnet sich bei ihm eben wirklich dadurch aus, dass er anstatt seiner Waffe ja eine sogenannte Monk-Weapon besitzen kann und diese Monk-Weapon dazu dienen kann, dass er damit Schaden austeilt. Mit dieser Monk-Weapon hat er auch zusätzlich die Möglichkeit, dass er dann noch extra Schaden reinhaut, indem er zum Beispiel eben mit seinen Fäusten zusätzlich als Bonusaktion angreift. Dadurch ist er einer der besten Kämpfer, wenn es darum geht, schnelle oder viele Angriffe zu machen. Wenn er an den Levels wächst, bekommt er auch später auch Key-Punkte. Die Key-Punkte sind ein Reservoir für den Monk, um verschiedene Angriffe zu machen, um verschiedene Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld zu machen. Derzeit hat er zum Beispiel nur diese drei mit Flurry of Blows, Patience, Defense und Step of the Wind. Aber es ist so, dass der Monk, je mehr dass er heranwächst, mehr dieser Keypunkte verwenden kann und natürlich auch mehr Keypunkte bekommt. Er kann sich natürlich auch schneller bewegen und später erhält er dann eine sogenannte Monastic Tradition, also eine Tradition, der er mehr oder weniger folgt. Es gibt dort sehr viele interessante Traditionen, wie zum Beispiel die des Sun Soul Monk oder die Monk des Shadows, der dann eher so eine Rolle des Ninjas vertritt, oder zum Beispiel auch den Way of the Four Elements. Später hat er auch die Fähigkeit, um Projektile von sich abzulenken oder auch später andere Gegner zu betäuben, indem er zuschlägt. Der Monk ist damit eigentlich eine sehr gute Klasse, wenn es darum geht, zuzuhauen, um verschiedene Effekte auf die Gegner zu wirken. Sie kann dadurch unglaublich nervig sein. Der Paladin ist eine Klasse, die wir bereits schon durchgesprochen haben mit Lucilla, aber ich sage es hier nochmal. Es ist eigentlich dieses Sinnbild eines heiligen Ritters, der dafür gedacht ist, um alle zu beschützen, die hinter ihm stehen und alle niederzuschmettern mit der göttlichen Kraft, die er mit sich trägt. Als Paladin hat er eben verschiedene Fähigkeiten, die am Anfang vom Divine Sense rangieren, wo er einfach nur fühlt, ob jemand eine untote, himmlische oder teuflische Kreatur ist und dann eben später auch Lay on Hands verwenden kann, um für Heilung zu sorgen. Wenn er weiter heranwächst, bekommt er natürlich auch einen Kampfstil und er kann auch Zauber wirken mit Level 2. Das bedeutet, er würde erst ein bisschen später die Zauber wirken, aber er kann dann eben genauso wie zum Beispiel der Kleriker oder andere eben Zauber wirken. Später bekommt er auch einen sehr starken Schlag, der Divine Smite, wo er einen Zauberslot verwenden kann, um göttlichen Schaden zuzuführen. Mit Level 3 bekommt er zum Beispiel den Heiligen Eid, der genauso wie die Subklasse des Klerikers funktioniert, wo er Eid-Zauber bekommt und einige spezielle Channel Divinity Features. Später bekommt der Paladin auch ganz spezielle Auren. Die Auren sorgen dafür, dass die anderen Spieler genauso wie der Paladin verschiedene Boni bekommen. Diese Auren gehen von der Verteidigung zur Aura of Protection über die Aura of Courage. Damit ist der Paladin ein Charakter, der wirklich sehr gut ist, um die Leute zu beschützen, die ihm wichtig sind, aber trotzdem auch gleichzeitig sehr gut draufhauen kann. Eine ähnliche Nische wie der Paladin verfolgt der Ranger. Er ist der dritte Wisdom Caster, mehr oder weniger, der nicht ein vollkommener Caster ist. Der Ranger hat aber hier einige Features, die nicht so interessant sind im Vergleich zu denen, die es normalerweise gibt. Ich würde euch zum Ranger tatsächlich anraten, nehmt nicht die Klassenfeatures hier, sondern nehmt die von Tasha's Cold One of Everything. Hier auf Wikidot könnt ihr unter anderem auch sehen, was diese Features eben hier sind. Der Ranger ist jemand, der eine Art Naturmagier ist auf der einen Seite, aber trotzdem ähnlich wie der Paladin, mehr ein Kämpfer als ein reiner Magier in dieser Richtung.
Er hat die Kombination aus beiden. Er hat die Fähigkeit, eben Spells zu wirken, aber trotzdem auch als starker Kämpfer zu wirken. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, dieses Feature nicht zu nehmen und stattdessen das hier, wo immer steht, replaces the favorite enemy, weil dieses favorite foe Feature sorgt dafür, dass man eben mehr Schaden erzeugt, wenn ihr gegenüber einem Monster seid, was ihr bereits mehr oder weniger gewählt habt. Das geht dann für eine Minute lang. Und das andere Feature ist hier dieses Depth Explorer. Dieses Feature erhöht sich immer mehr, je mehr ihr heranwachst. Also als Entdecker habt ihr dann eben dieses Feature, dass ihr ein paar Skill Proficiencies bekommt am Anfang. Dann erhöht sich die Laufgeschwindigkeit. Und am Ende werdet ihr tatsächlich schon die Fähigkeit hier erhalten, sodass ihr ein paar Lebenspunkte zurückbekommt, ohne dass es wirklich zu hart wird. Ähnlich wie der Paladin zuvor und der Fighter bekommt der Ranger auch einige Fighting Styles. Hier sind ein paar mehr Fighting Styles aufgelistet. Aber wichtig ist eben noch das Spellcasting Feature. Als Zauberer kann er natürlich eben Zauber wirken. Die bekommt er eben auch erst mit Level 2. Mit Level 3 ist es dann so, dass er dann weitere Features bekommt. Aber interessant ist hier die Konklave. Bei den Konklaven kann man sich eben hier aussuchen, welche man auswählt. Man kann sich auswählen, ob man ein Beastmaster wird oder zum Beispiel ein Hunter. Das sind so zwei ganz interessante Auswahlmöglichkeiten, weil der eine gibt die Möglichkeit, dass ihr als Jäger arbeitet und die des Beastmasters. Damit bekommt ihr eine Kreatur an eurer Seite. Auch beim Beastmaster empfehle ich, nehmt die von Tasha's Cauldron of Everything. Aber ihr könnt natürlich auch noch andere wählen, wie zum Beispiel den Drake Warden, der einen Drachen an seine Seite bekommt, oder den Swarm Keeper, der eine ganz spezielle Fähigkeit hat, um dafür zu sorgen, dass er verschiedene Bienenschwärme oder dergleichen an seiner Seite hat. Der Ranger ist also eine sehr diverse Klasse, die aber auch sehr gut dazu dient, um sehr harten Schaden zu erzeugen, aber auch so als der Entdecker dienen kann. Eine ähnliche Nische erfüllt der Rogue in dieser Richtung. Der Rogue ist jemand, der eher auf diebischer Weise agiert. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr subtile Attacken hat. Das merkt man auch schon hier an den verschiedenen Features hier, die er hat. Im ersten Level bekommt er Expertise. Das hatten wir beim Barden auch schon. Er hat dadurch die Fähigkeit, dass er in einem Skill besonders gut ist. Er kann zum Beispiel sehr gut Schlösser knacken oder er kann sehr gut sich im Schatten verstecken. Und interessant wird aber dieses Feature. Sneak Attack erlaubt es dem Rogue dafür zu sorgen, dass er versteckt angreifen kann. So in etwa, dass seine Angriffe, wenn sie versteckt sind, umso stärker werden. Und wenn der Gegner überrascht ist, wenn der Gegner unter Nachteil leidet oder wenn der Gegner neben einem Feind von dem Gegner steht, dann bekommt der Gegner noch diese Sneak Attack dazu. Und die kann bis zu 10 bis 6 sein. Das ist sehr heftig. Thieveskind ist eine Sprache, ähnlich wie Druidic, die der Rogue lernen kann, die der Schurke lernen kann. Aber Cunning Action ist viel interessanter dort dabei. Er kann die Bonus Action dafür verwenden, um zu dashen, also schnell zu laufen, disengage, also aus einem Kampf auszuweichen oder sich zu verstecken. Und das ist ein sehr interessantes Feature, warum der Rogue unter anderem so unglaublich stark ist. Und beim dritten Level bekommt er natürlich auch wie alle anderen Charaktere den Roguish Archetype. Wenn der Rogue dann später heranwächst, bekommt er noch Uncanny Dodge, Expertise und noch andere Features, die er defensiv verwenden kann. Die Roguish Archetypes, die können rangieren vom Assassinen zum typischen Dieb bis zum Scout, wo er untersucht, was in der Ferne ist, oder auch zum Beispiel ganz spezielle Klassen wie das Soul Knife oder das Phantom, wo er sich sehr den Toten bedient. Der Rogue ist also die Klasse schlechthin, um dafür zu sorgen, dass etwas Geheimnisvolles an jemanden ist, dass der wirklich dafür sorgen kann, dass es eben düster bleibt. Der Sorcerer ist eine sehr besondere Klasse, weil er sich auf eine andere Art der Magie beruht, die es ansonsten nicht so gibt. Es ist nämlich diese absolut rohe Magie. Seine Magie ist eher in die Richtung gegangen, dass man nicht erklären kann, woher die Magie gekommen ist, aber sie eben aus einem bestimmten Grund entstanden ist und er diese Magie eben wirken kann. Als Sorcerer ist er natürlich dadurch ein Spellcaster, aber diese Art der Magie, die er besitzt,
die hat er eigentlich nur aufgrund seiner Fähigkeiten erhalten, aufgrund seiner Geburt, aufgrund seiner Möglichkeiten oder aufgrund von verschiedenen anderen Sachen. Er hat nie gelernt, wie er die Magie umgehen kann. Er hat nur gelernt, dass er die Magie einfach wirken kann. Und als Sorcerer hat er natürlich dadurch eine andere Art der Hintergrundgeschichte. Sorcerer's Origin ist hier der Fall. Diese bekommt er ab Level 1. Das ist auch wieder ein Subclass-Feature. Und diese Sorcerer's Origin sorgt dafür, dass er bereits ganz am Anfang aussuchen kann, welchen Weg er gehen wird. Wird er ein Zauberer sein, der die drakonische Blutlinie repräsentiert und dadurch eben Drachenmagie in sich einfinden kann? Oder wird er vielleicht ein Zauberer der Schatten sein? Oder vielleicht einer der Engel? Oder vielleicht wird er einer der interessantesten Sorcerer sein, insofern, dass er ein sogenannter Wild Magic Sorcerer ist und man nie genau weiß, welche Art der Magie bei ihm herauskommt. Bei den Sorcerer ist es auch so, je mehr, dass er heranwächst, desto mehr versteht er seine eigene Magie. Und mit Level 2 bekommt er hierzu eine Font of Magic. Diese Font of Magic hat die Möglichkeit, dass er verschiedene Effekte auf die Zauber wirken kann. Und das repräsentiert sich eben genau durch diese Sorcery Points. Er kann dadurch seine Zauber ein bisschen verändern. Er kann dafür sorgen, dass die Zauber durch Spellslots ersetzt werden oder umgekehrt. Und er kann diese Spellslots eben auch wieder erzeugen, damit er eben diese Sorcery Points verwenden kann. Damit ist er einer der potenziell mächtigsten Magier, die es hier gibt, insofern, dass er so viele Zauber wirken kann, wie er will. Und nicht nur das, er kann diese Zauber auch mit Level 3 manipulieren. Das ist diese Meta-Magic. Dadurch hat er die Möglichkeit, seine Magie so wirken zu lassen, wie er es will. Er kann sie so wirken, dass er zum Beispiel einen Zauber verlängert um die Uhrzeit her oder um die Distanz oder dass er zum Beispiel zwei Zauber auf einmal wirken kann. Wenn ihr zum Beispiel einen Zauber habt wie Feuerpfeil, dann könnt ihr so auf diese Weise zwei Zauber auf einmal wirken. Der Sorcerer bietet sich also gut an, um dafür zu sorgen, dass man eine Magie erleben kann. Er ist nicht der intelligenteste. Aber er ist jemand, der seine Magie aufgrund seiner Quelle heraus erstellen kann. Dadurch ist es sehr interessant, eigentlich ihn zu spielen. Und ähnlich wie der Sorcerer ist auch der Warlock eine magische Klasse, die eben beide tatsächlich auf Charisma basieren. Jedoch beim Warlock ist seine Entstehung etwas düsterer. Der Warlock hat die Fähigkeit, dass er seine Magie nicht von irgendetwas Magischen, irgendetwas Chaotischem bekommen hat, sondern von einem Patron. Der Patron ist so eine Art Übercharakter, der dem Warlock also die Macht schenkt. Und dieser Warlock kann eben genau diese Macht verwenden, um verschiedene Fähigkeiten zu verwenden. Dadurch ist er, genauso wie der Sorcerer, eigentlich eine Klasse, die mit dem ersten Level sofort eine Subklasse auswählen kann. Bei diesen Subklassen handelt es sich aber in dieser Richtung um Patrone. Das heißt, er kann sich aussuchen, von wem er diese Magie erhält. Ist es eine untote Magie? Oder ist es vielleicht die Magie von einem Dämon, von einem Engel oder auch von einem eher bösartigen Elf? Vielleicht ist es auch eine Magie von einem Djinn oder vielleicht von irgendeinem Wesen, das man nicht erkennen kann. Dadurch ist der Warlock aber auch ein interessanter Magier. Alle anderen Magier bekommen ihre Magie durch eine Long Rest. Der Warlock aber kann sie mit seiner Short Rest eben wieder erholen. Das auch daran liegt, dass er nur eine Handvoll Spellslots hat tatsächlich. Hier kann man natürlich auch sehen, wie viele Spells er kennt. Aber dadurch, weil er nur ein Spellslot, zwei oder drei Spellslots hat, bekommt er diese nach einer kurzen Rast zurück. Das heißt, er könnte seine Spells viel öfters wirken als der Standard Magier oder der Standard-Zauberer. Der Warlock hat die größte Auswahl, wenn es um die Individualisierung des Charakters geht. So ist es so, dass er jetzt die Eldritch Invocations auch auswählen kann, sobald er das zweite Level erreicht. Diese Invocations, diese Beschwörungen sorgen dafür, dass einige bestimmte Features eben stärker werden. Zum Beispiel Agonizing Blast sorgt dafür, dass sein Eldritch Blast stärker wird. Oder zum Beispiel eben hier Eldritch Sight
kann also Magie erkennen, so ohne dass er dafür einen Zauberslot verwenden muss. Und es ist tatsächlich so, das alles ist hier drinnen. Das alles sind nur Eldritch Invocations. Und es gibt noch mehr in den verschiedenen Büchern. Mit dem dritten Level bekommt der Warlock auch einen sogenannten Pact Boon. Also so eine Art Paktbonus. Und dieser Paktbonus kann verschiedene Fähigkeiten haben. Pact of the Blade kann dafür sorgen, dass man eine bestimmte Waffe bekommt, die umso stärker wird, weil sie mit dem Warlock in Verbindung steht. Den Pact of the Chain, den gibt es auch, damit kann man eine Kreatur beschwören. Oder auch zum Beispiel den Pact of the Tome, womit man neue Zaubertricks erlernen kann. Der Warlock ist also eine rollenspieltechnisch und auch irgendwie so effektiv gesehen eine sehr interessante Klasse. Es ist eigentlich so, dass diese Magiewirkenden alle irgendwie bestimmte chaotische Eigenschaften haben. Deswegen gehen wir jetzt tatsächlich zu unserem letzten offiziellen Spielerklasse, dem Wizard oder auf Deutsch dem Magier. Wizards sind die Bücherwürmer, wenn es um D&D geht. Sie können Zauber wirken, genauso wie alle anderen Klassen. Nur zum großen Unterschied ist es so, sie können diese Zauber auch lernen, indem sie die entsprechenden Schriftrollen haben. Und natürlich etwas Material, um diese Schriftrollen eben in ihre Zauberbücher zu wirken. Die Zauberbücher können verloren gehen, das ist natürlich auch ein kleines Problem. Aber dadurch, weil sie diese Magie aus den Büchern so wirken können, können sie sie natürlich auch auswendig lernen und dann eben so verwenden, wie sie es wollen. Wenn sie aber ihr Zauberbuch verlieren, das ist eine gelinde Katastrophe, weil sie dann nur die Zauber kennen, die sie auswendig gelernt haben. Der Magier hat dieses Feature der Arcane Recovery. Das bedeutet, wenn der eine kurze Rast macht, bekommt er ähnlich wie der Warlock Zauberslots zurück, aber viel weniger. Der Magier hat die Möglichkeit, dass er die sogenannte Arcane Recovery verwendet. Er kann dadurch seine Magiepunkte wieder zurückerhalten, was dafür sorgt, dass er während einer kurzen Rast eben, falls er alle Magiepunkte verloren hat, diese wieder zurückerhalten könnte. Es ist aber natürlich auch so, dass er das nicht immer verwenden kann, sonst wäre es ein bisschen überpowered. Aber wichtiger ist hier in diesem Moment die Arkane Tradition. Diese sagt nämlich aus, in welche Richtung euer Wizard gehen wird. Wollte jemand sein, der eine Schützmagie haben wird, oder möchtet ihr vielleicht den Nekromanten spielen? Die Arkane Tradition, die geht wirklich in diese Richtung mit, wenn ihr eine Arkane Richtung gewählt habt, dann geht ihr hier einfach diese immer weiter. Es gibt aber noch ganz spezielle Arkane Traditionen, wie zum Beispiel den Bladesinger, der mit seinen Schwertern vor den Gegnern tanzt. Oder zum Beispiel auch den Order of the Scribes Wizard, der dieser typische Bücherwurm ist. Damit haben wir eigentlich auch den Magier erledigt. Es gibt noch zwei spezielle Klassen, die jedoch nicht beim Spielerhandbuch drinnen sind. Die eine ist eben die des Artificers. Die hat ganz spezielle Fähigkeiten, um zum Beispiel verschiedene Maschinen, Geräte oder auch alchemistische Zauberwerke zu erstellen. Und der Bloodhunter, der einem Fluch heimgefallen ist, um seine eigenen Kräfte zu verstärken und diese zu wirken. Der erstere ist in Tasha's Cauldron of Everything, in Tasha's Kessel mit allem, und der zweite ist im sogenannten Critical Role. Das ist eine Art YouTube-Kanal, wo es hauptsächlich um Dungeons & Dragons geht. Diese beiden Klassen müsst ihr euch ein bisschen genauer ansehen, falls ihr sie wirklich benutzen wollt. Aber es ist auf alle Fälle so, dass die 12 Originalklassen mehr als genug sind, um ein wirklich individuelles, tolles Abenteuer zu erstellen. In dem Sinne kann ich es kaum noch erwarten zu sehen, was für Abenteuer ihr erstellen werdet, was für Klassen ihr erstellen werdet und wie ihr euch spezialisiert. Und bis dahin freue ich mich, euch dann zu sehen. Euer Computer Bunsen.